Il segno è proprio la umiltà di Dio. Mit der Christmette im Petersdom hatte Franziskus am Mittwochabend die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom eröffnet. Geduld und Zärtlichkeit, diese beiden Haltungen Gottes, die sich im Kind in der Krippe zeigen, stellte er am Heiligabend ins Zentrum seiner Predigt. In seiner Predigt sprach der Papst von Freude und Glück, vom Licht, das die Dunkelheit auflöse. Auch wir sind in dieser heiligen Nacht durch die Finsternis, welche die Erde umhüllt, zum Haus Gottes gekommen. Aber wir waren geleitet von der Flamme des Glaubens, die unsere Schritte erleuchtet, und beseelt von der Hoffnung, das helle Licht zu finden. Wenn wir unser Herz öffnen, haben auch wir die Möglichkeit, das Wunder jenes Kindes zu betrachten, das wie die Sonne aufstrahlt aus der Höhe und den Horizont erhellt. Der Ursprung der Finsternis, von der die Welt umhüllt ist, verliere sich in der Nacht der Zeiten, führte Papst Franziskus aus. Der Lauf der Jahrhunderte sei von der Erschaffung der Welt und Kain und Abel an gezeichnet von Gewalt, Krieg, Hass und Unterdrückung. Gott aber habe geduldig gewartet, er habe nicht aufgegeben. Den Weg der Geschichte hindurch offenbart uns das Licht, welches das Dunkel durchbricht, dass Gott ein Vater ist und dass seine geduldige Treue stärker ist als die Finsternis und die Korruption. Das ist die eigentliche Botschaft der Weihnacht.